Das war so cool mit dem ganzen Kabel und was. Und dann, ja. dann hat es die Einzelteile und dann einfach alles baut. Ja. Wenn die Jugend nicht mehr aus dem Schwärmen kommt, dann war das wieder das Sommerprogramm der Salzburger AG. Die Robocamps für Kinder und Jugendliche sind Teil des Innovationsprogramms, bei der die digitale Kompetenz gefördert wird. Der Bedarf ist da und es geht auch irrsinnig viel weiter. Also die Kinder lernen da extrem viel und die haben direkt Spaß dran. Und das ist ja eigentlich das, warum wir das Robocamp machen. Wir wollen keine Experten erziehen, sondern wir wollen den Spaß fördern und den ersten Zugang so einfach und leicht gestalten wie möglich. Das ist das Ziel. Wir haben die Rookies besucht, die heuer eine Heuschrecke gebaut haben, die vorwärts, rückwärts und mit viel Fantasie auch tanzen kann. Die Robocamps fördern das mathematische und analytische Denken der Kinder. Etwas, was in der Schule oft zu kurz kommt. In der heutigen Zeit funktioniert ja fast nichts mehr ohne Software. Man hat es ja überall drin, ob das jetzt eine Rollo-Steuerung ist oder ein Auto oder irgendein Küchengerät. Das heißt, man ist ständig mit dem Handy oder mit Software konfrontiert. Das heißt, diese Grundbegriffe der Programmierung, das schadet keinem und das kann nicht früh genug, der Zugang kann nicht früh genug gefunden werden für das. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn und vor allem die Kinder macht es Spaß sichtlich. Und warum soll man ihnen das verwehren, wenn es ihnen Spaß macht? Ja. Somit können die Robocamps den weiteren Weg der Kinder und Jugendlichen beeinflussen. Denn der Roboter wird von vorne bis hinten selbst gebaut und vor allem programmiert. Und meistens befolgt der Roboter auch das, was man ihm vorgibt. Außer man programmiert es um oder man hat einen Fehler drinnen. Was ist denn halt so? Und was mit dem Roboter, sprich mit der Heuschrecke zu Hause passiert, ist jetzt auch schon klar. Dem werden wir zu Hause ziemlich viel machen. Vielleicht treffen wir uns dann auch und dann machen wir den Roboterkampf. Roboterkampf. Oder Rennen. Kampf. Rennen. Kampf. Rennen. Kampf. Rennen. Beides.